Hallo und herzlich willkommen beim Maltisch am Mittwoch, das Wort zum Sonntag, der kleinen Show, in der ich euch einen Einblick hinter die Kulissen verschaffe und auch einige Fragen stelle, die für die nächsten Episoden relevant sind. So, was habe ich so zwischendurch gemacht die Woche? Kann ich euch zeigen. Das haben wir hier, dieses eine einsame Modell da hinten, die Bloat Drone aus der Dark Imperium Box. Die habe ich bemalt in diesem doch recht monotonen Farbschema. Die habt ihr ja eventuell schon bei Facebook oder im Tabletop-Welt-Forum sehen können. Da gibt es auch noch die Schwesterdrohne zu. Ich habe mich bewusst gegen grün entschieden, weil ich dachte, so wirkt das doch cooler. Nur hier vorne diese Platte in grün könnte dann doch komisch aussehen in dem Farbschema oder nur die Turbinen. Deshalb bei mir so, ja. Aber kommen wir zu den wichtigen Sachen. Nicht das, was ich gemacht habe, sondern nur das, was noch passiert. Hier hinten habe ich meinen Schrein des Aquila. Dieser Schrein des Aquila hat ja diesen großen Fenster. Für diese großen Fenster habe ich mir jetzt schon Folie besorgt. OHP-Folie, also Overhead Projector. Und ich habe jetzt eine Frage an euch, ob ihr irgendwelche Bilder habt, von coolen Kathedralenfenstern. Muss jetzt nicht unbedingt Warhammer 40k oder 30k spezifisch sein, sondern grundsätzlich. Denn ich möchte in diese Fenster so ein bisschen was wie dieses typische Buntglas-Mosaik, was man aus Kirchen kennt, einbauen. Und wenn das bei denen gut aussieht, könnte ich mir vorstellen, dass ich das so ähnlich hier bei diesen kleinen Gebäuden auch noch hinzufüge. Aber da habt ihr irgendwelche schönen Kirchen- oder Kathedralenfenster als vielleicht JPEGs oder so, dann postet die mir doch bitte mal unter dem Video einen Link oder bei Facebook und im Tabletop-Weltforum direkt unter diesen Post in den Thread. Da würde ich nämlich gerne mal das Gelände dann bei Zeiten aufrüsten und das damit dann tun. So, und dann haben wir noch zwei Sachen. Zum einen, wichtig, was sind die nächsten Tutorials? Ich habe drei Sachen aktuell noch in der Pipeline. Ich habe einen Panzer 5 Panther in diesem Ostfront-Thema, was ich beim letzten Mal schon Mittwoch gezeigt habe. Ich habe einen World Eater 30k Apothecarius. Und ich habe einen Stormcast Eternal, keine Ahnung, wie die Klasse heißt. Auf jeden Fall einen Stormcast Eternal Helden. Welcher Reihenfolge soll ich das machen? Könnt ihr mal auch was zu sagen? Vielleicht dazu posten, vielleicht genau in der Reihenfolge. Zum Beispiel Panzer 5, Stormcast Eternal, World Eater. Oder World Eater, Panzer 5, Stormcast Eternal. Irgendwie so. Dann gucke ich, in welcher Reihenfolge ich euch das präsentieren kann. Jawohl. Und dann eine wichtige Frage, die auch auf das Thema der Woche vom Phantasis Studio eingeht. Da ging es ja, ob ihr auch Hobbyhamster seid. Und ich frage euch mal, seid ihr Hobby-Schmamsterlinge? Ja, also wie geht ihr dann mit so alten Figuren um? Ich weiß von mir persönlich, ich habe es am Anfang nicht ganz gemacht, aber jetzt so, ich habe ein Projekt, finde das cool, fange das an, finde das nächste cool, das ist dieses Schmetterlingen, aber die lasse ich auch auf Halde liegen. Ich verkaufe doch eher selten Sachen. Und wenn ich was verkaufe, dann nur, weil mir vielleicht für das Projekt so jetzt hier ganz klar jetzt aktuell bei der Wehrmacht, das ist ja, ich habe das Deutsche Afrika-Korps gehabt, fange jetzt mit dem Ostfront-Ding an. Ich möchte jetzt nicht nochmal quasi dieselben Fahrzeuge haben, also die entfärben und noch beim Bemalen, sondern ich möchte dann, okay, ich habe zwar fast dieselben Fahrzeuge, möchte das aber dann für die Ostfront machen, deshalb verkaufe ich den Teil Deutsches Afrika-Korps. Also, das ist so eine Ausnahme, aber sonst bin ich eigentlich eher so der Hamsterer. Ich habe unten hier zum Beispiel auch diese ganzen Perry-Sachen hier. Die hamster ich quasi. Imperium, Leopolds Leopardenkompanie für Warhammer Fantasy, alle so diese Sachen. Die hamster ich, um die irgendwann mal zu machen. Und da würde ich auch mal wissen, wie seid ihr drauf? Seid ihr Schmamsterlinge? Seid ihr Schmetterlinge? Seid ihr Hamster? Oder beides zusammen? Könnt ihr mal was so schreiben?
Vielleicht kann ich dann ja auch darauf eingehen. Vielleicht habt ihr auch noch weitere Fragen für die nächste Episode, dann stellt die ruhig. Dann gehe ich darauf ein und wir sehen uns nächste Mal beim Maltisch am Mittwoch mit mir, Dizzyfinger, eurem Schmapsterling. Bis dahin. Tschüss.